nach Hause gehen. Es war ein schönes Fest. Wait, nach Hause geht's nach links. Oh, die Eule, schaut mal. Wie süß. Ja gut, die Abtei ist ja eh noch eingeschneit. Oh, ich hoffe, unserem Vater geht's gut. Ich hoffe, der unserem Vater das angetan hat, ist nicht zurückgekommen. Weil unser Vater wird uns ja noch was Wichtiges erzählen. Ah, Gott segne euch und frohe Weihnachten, Magdalena. Oh, frohe Weihnachten, Schwester Amalie. Haben wir euch mit dem Lärm nebenan belästigt? Nein, überhaupt nicht. Zu hören, wie Menschen Christi Geburt feiern, bereitet mir große Freude. Weihnachten sollte für uns alle eine ermutigende Zeit sein. Ich denke immer, dass es etwas Heilendes hat, gemeinsam Weihnachten zu feiern. Wir alle sind ein Teil des Leibes Christi. Wenn wir in Gemeinschaft zusammenkommen, werden wir ein Ganzes. Die Menschen brauchen Weihnachten im tiefen Winter als Erinnerung daran, dass der Frühling zurückkehren wird. Und wir alle werden eine Chance erhalten, wieder zu leben. Magdalena, wer ist das? Oh, der ist aber bärtig. Oh nein, Papa! Bitte entschuldigt mich, Schwester Amalie. Ich muss nach meinem Vater sehen. Natürlich, Gott segne euch. Danke, Schwester. Fuck, 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 fuck. Da kam aus unserem Haus. Die Tür ist offen. Ist da jemand? Papa? Oh, no, no, no. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Gott sei Dank. Magdalene, bist du das? Was ist los? Jemand stand in der Nähe des Hauses. Die Tür war offen. Ich hatte Angst, dass dir etwas passiert sein könnte. Tut mir leid, ich habe nichts gehört. Ich habe die meiste Zeit des Tages geschlafen. Den größten Teil des Abends auch. Ich mache mir Sorgen um dich, Magdalene. Du machst dir Sorgen um mich? Du arbeitest so hart. Ich weiß, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt, sich um mich zu kümmern. Und ich weiß, wie hart du an dem Wandbild gearbeitet hast. Ich weiß, wie wichtig es für dich ist. So hart wie du arbeitest, muss es dir wichtig sein. Es ist wichtig für mich. Ich werde es nicht schaffen, Magdalena. Bist du jetzt Arzt? Ich kenne Werner Stolz lange genug, um zu wissen, wann er ohne Überzeugung arbeitet. Freundlich war er nie, aber er strahlt. Er strahlt eine besondere Kälte aus, wenn er sich um einen Toten kümmert. Schon in Ordnung. So ist nun mal das Leben. Ich bin froh, dass ich vor dir gehe, auch wenn es früher ist, als es uns beiden lieb ist. Ich habe in meinem Leben schon zu viel Tod gesehen. Ich wollte dir nur zeigen, was ich kann. Ich wollte, dass du stolz auf mich bist. Das war ich, jeden Tag deines Lebens. Du musstest mir nie etwas beweisen. Ich wünschte, ich könnte bleiben, um das Wandbild zu sehen, wenn es fertig ist. Aber das muss ich gar nicht. Ich weiß, dass es schöner sein wird als alles, was diese alten Hände je geschaffen haben. Sag das nicht. Es ist wahr, wohlverstanden. Ich war nicht schlecht. Aber ich wusste immer, dass du mich irgendwann übertreffen würdest. Du siehst bereits Dinge, die ich nie sehen konnte. Du siehst sie und machst sie real. Ich versuche es. Du tust es. Ob ich heute, morgen oder übermorgen sterbe, lange werde ich nicht mehr hier sein. Eines Morgens wirst du aufwachen und Dinge für dich selbst tun müssen. Liebe die Dinge für dich selbst. Ich teile das mit der Welt. Liebe ist der einzige Grund, in diesem Leben irgendetwas zu tun. Oh, so viel Gerede. Zu viel. Könntest du mir etwas zu essen bringen? Natürlich, Papa. Du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Und ich habe auch die Weihnachtsfeier verpasst. Ich kann gar nicht glauben, dass mir niemand Plätzchen mitgebracht hat. Ich hol dir Suppe. Aber wer war das schon wieder? Und was fehlt? Irgendwas muss er doch mitgenommen haben, right? Nein! Klaus. Es tut mir leid, Klaus. Alles. Ihr seid hier?
Wer ist das denn? Das ist aber nicht irgendwie jetzt so, Andreas ist nicht im Feuer gestorben. Und ist das jetzt? Und der hat auch früher selbst die Zettel geschrieben? Was? Ich dachte, ich könnte das alles aufhalten. Die ganze Zeit habe ich versucht, es herauszufinden. Nach dem Brand war das alles, woran ich denken konnte. Das und sie. Sie haben mich nie verlassen. Sie sind alle noch da, alle beim Totentanz. Der Baron, Piero, Guy, Ferenc, Peter, Otto, August. Und jetzt ihr. Papa? Oh Gott, ihr seid es. Wer seid ihr? Was macht ihr da mit meinem Vater? Magdalene, es ist in Ordnung. Alles in Ordnung. Es tut mir leid. Ich habe meine Manieren nach all den Jahren vergessen. Und ihr habt wahrscheinlich mein Gesicht vergessen. Oder was es einmal war. Magdalene, das ist Andreas Mahler. Zurück von den Toten. What? Und jetzt seid ihr hier, um meinen Vater zu töten, um mich zu töten? Nein, ich habe euren Vater nicht angegriffen. Ich bin nicht hier, um jemanden zu verletzen. Ich verstehe das nicht, Andreas. Wo wart ihr all die Jahre? Ich habe mich vor der Welt versteckt. Hauptsächlich in den Ruinen. Manchmal im Wald, wenn es warm war. Ich stahl Brot von Gret, Bücher von euch. Oh, dann wurde ich also nicht verrückt. Nur dadurch hat mein Verstand nicht vergessen, was Worte sind. Moment, wie habt ihr das Feuer überlebt? Mit einigen Schwierigkeiten. Ich nahm so viele Bücher wie möglich und legte sie in das Skriptorium. Als der Rauch zu dicht wurde, verlor ich das Bewusstsein. Als nächstes erinnere ich mich daran, dass Kaspar mich in die Krypta zog. Ja, aber was ist aus Kaspar geworden? Euer Lehrling? Der Junge? Ihr habt ihn nach Salzburg zurückgeschickt. Er ging nicht. Er wartete im Wald und beobachtete die Ereignisse. Als er mich im Fenster der Bibliothek sah, rannte er durch die Krypta, um mich zu retten. Und das hat er getan. Aber er sah, dass ich versuchte, die Bücher zu retten und... Nein, Kaspar. Er ging wieder hinein. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich war kaum bei Bewusstsein. Er kam nie wieder heraus, Klaus. Oh nein, nicht Kaspar, Mann. Als ich aufwachte, waren alle tot oder fort. Ich konnte niemanden von euch gegenübertreten. Ich konnte nicht zurück zu Sabine, in dieses leere Haus. Also versteckte ich mich. Ihr habt den Totentanz in der Abtei übermalt. Ich hatte einen Grund, weiter zu malen. Es tut mir leid, wenn ich euch Angst gemacht habe. Niemand ist seit Jahren in die Abtei gekommen. Ich dachte, ich wäre dort. Sicher. Ich hatte Angst, mit euch zu sprechen. Angst, mit irgendjemandem zu sprechen. Habt ihr uns diese Nachrichten hinterlassen? Die in der violetten Handschrift? Ah. Nein, die wurden von einer anderen, okkulten Hand geschrieben. Eine, die nicht möchte, dass ihr euer Wandbild fertigstellt. Eine, die getötet hat und wieder töten könnte, um euch davon abzuhalten, die Geschichte von Tassing zu erzählen. Ey, wenn das jetzt dieser Priester ist. Ich weiß sonst wirklich nicht. Also ich, I don't know. Die Geschichte von Tassing? Warum? Weil die wahre Geschichte von Tassing im Widerspruch zu dem steht, was uns allen erzählt wurde. Sie wurde verdeckt, Stück für Stück, Schicht für Schicht, bis sie nicht mehr zu sehen war. Aber sie ist immer noch da. Sie war immer hier, versteckt, unter unseren Füßen. Und sie wird immer noch geschützt, heimgesucht von dem Gespenst des Todes, das seit Generationen über diesem Ort hängt. Der Fädenzieher. Fädenzieher unter unseren Füßen? Wovon sprecht ihr? Die Person, die euren Vater angegriffen hat, ist dieselbe, die jemanden dazu gebracht hat, Otto Zimmermann zu töten. Und Lorenz Rohrvogel. Ja, und sie benutzt das römische Aquädukt, das Tassing und Kirsau verbindet. Es ist ein Netzwerk von Tunneln, mit dem ich mittlerweile ziemlich vertraut bin. Und ich habe den Geist gesehen, der sie heimsucht, der sich durch die kleinste Öffnung quetschen kann. Ich habe gesehen, wie er sich verborgen und so Orte erreicht hat, die mir verwehrt blieben.
Ich habe jeden Zoll des Aquädukts in der alten Stadt abgesucht und es gibt nur einen Ort, den ich nie gefunden habe. Das Versteck, in das sich der Fädenzieher zurückzieht. Der antike römische Tempel, den er entschlossen vor fremden Augen verbirgt. Das Mithraeum, ihr habt es gefunden? Nein, aber es gibt eine dunkle Stelle zwischen den eingestürzten Tunneln. Und ich glaube, ich weiß, wie ich dorthin komme. Komm mit mir, ich zeige es euch. Papa? Er ist ein guter Mann, Magdalena. Du wirst bei ihm sicher sein. Kommst du klar? Ja, sicher. Beschützt meine Tochter Andreas. Mit meinem Leben, Klaus. Versprochen. Also gut, suchen wir das Mithraeum. Das Rathaus? Was machen wir hier? Als die Männer das Fundament ausgruben, fanden sie römische Ruinen, die im Laufe der Zeit verschüttet worden waren. Lennart hat nie Stein verschwendet, also benutzte er die römische Mauer für den Keller. Es gibt einen Weg hinein. Zu dem versteckten Ort. Geht's euch gut? Ja. Gut, in den Rathauskeller. Okay. Oioioioioi. Also gut, diese Wand ist anders. Bedeutet das, dass wir hier richtig sind? Nein, es gibt zwei Seiten, neu und alt. Das war früher oberirdisch. Es führte Wasser. Seht. Alles klar, ich denke, ich kann es entziffern. Cornelius, heute und 6 Mithraeum? Cornelius geht heute in die Bäder und vervollständigt den 6. Rang im Mithraeum. Seht ihr? Nein, es gab Kulte von Mithras überall im Römischen Reich. Wir wissen, dass es in Tassing ein Mithraeum gab, aber das hier ist nur ein Graffito eines Eingeweihten. Wie hilft uns das weiter? Na hier. Oha. Eine Warnung wäre schön. Oh, tut mir leid. Ich bin die Gesellschaft von Menschen nicht gewohnt. Das ist das Aquädukt. Das Aquädukt transportiert Wasser zu den Bädern und ihr denkt, so gelangen wir zum Mithraeum. Ganz genau. Ihr scheint ziemlich zuversichtlich zu sein. Wir wissen, dass es existiert. Ich weiß, wo es nicht ist. Ich glaube, es kann nur hier sein. Es muss in der Nähe der Bäder sein. Nun, ihr habt bereits ein Loch in die Wand geschlagen, also können wir genauso gut hindurchsehen. Nach euch bitte. Na gut. Achtens. Oh, er geht ganz schön gebückt, ne? Ich weiß ja nicht, dass das alles sich so jetzt entwickelt. Da müssen wir hin, Badehaus. Okay. Die Dekoration, das müssen die Bäder gewesen sein. Das sieht nicht so aus, als gäbe es einen Weg hindurch. Schlick, die Überschwemmungen haben ihn hier heruntergetragen. Jahrhunderte voller Überschwemmungen. Was ist, wenn wir nicht hindurchkommen? Was, wenn es für immer begraben ist? Es ist noch zu früh, um so entmutigt zu sein. Lass uns weitersuchen. Ach ja. Wieder Treppen nach unten? Könnte etwas unter den Bädern sein? Ein Hypokaustum. Es nutzt warme Luft, um die Räume darüber zu heizen. Römische Kolonien im Norden hatten so etwas oft. Hoffentlich ist es nicht auch voller Schlick. Ja, we will try. Wisst ihr, wohin wir gehen? Diese Säulen gehen einfach in alle Richtungen weiter. Andreas, könntet ihr dort nachsehen? Ich werde versuchen, weiter geradeaus zu gehen. Natürlich. Oh, jetzt sind wir wieder Andreas. What the fuck? Lorenz? Wie konntet ihr eure Arbeit aufgeben, Andreas? Ich dachte, ihr wärt ein wahrer Künstler, ein Meister eures Fachs. Oh, war nicht schnell genug.
Das Einzige, was erbärmlicher war, als euch in diesem Skriptorium arbeiten zu sehen, war eure Liebe zu dieser sterbenden Kunst. Wo ist Guy? Auge um Auge, Andreas. Ihr mögt mich verurteilt haben, aber damit habt ihr auch euer eigenes Urteil gefällt. Meister, warum habt ihr mich zurück in die Flammen geschickt? Oh weh. Oh weh. What's going on? Oh, nein, nein, das kann nicht sein. Ich kann im Moment nicht hier sein. Wie bin ich hierher gekommen? Andreas, ihr seid immer noch hier. Ja, noch ein kleines Weilchen. Ich dachte, ich wäre verrückt geworden. Noch nicht, nicht ganz. Aber ihr beschreitet diesen Weg schon sehr, sehr lange. Ihr müsst diesen Ort für immer verlassen, Andreas. Ihr müsst ihn für immer aufgeben. Aber wie? Was kann ich tun? Ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Dies war einst ein Zufluchtsort für euch, Andreas. Aber es ist ein Gefängnis geworden. Ein Gefängnis, das ihr gebaut habt, um euch selbst zu schützen. Wovor? Vor Schmerzen, vor dem Risiko, vor dem Leben selbst. Aber ich kann nicht bleiben. Ich muss Magdalene helfen. Wie komme ich hinaus? Andreas, ihr seid der Architekt. Ich werde euch helfen, so gut ich kann, aber nur ihr kennt die Antwort auf diese Frage. Verdammt. Oh no, not this shit again. Das ist eine Sackgasse. Ach, ich vergesse immer, dass die Weißen die sind, auf denen man gehen kann. Ich will immer dazwischen gehen. Hallo, Andreas. Ach nee. Wir haben sehr lange nicht miteinander gesprochen. Warum? Alles zerbrach. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht wieder hätten zusammensetzen können. Mit einem großen Loch in der Mitte. Wir wären nicht die Ersten gewesen. Ich wünschte, du hättest uns noch eine Chance gegeben. Zu spät. Es ist vielleicht zu spät für uns, aber nicht für dich, Andreas. Es ist nicht zu spät für Magdalena. Ja, Magdalena. Ich muss ihr helfen. Das kannst du, Andreas, aber du musst diesen Ort für immer hinter dir lassen. Ich weiß, ich kann das. Das werde ich. Das wirst du. Vielen Dank, Sabina. Werde ich dich jemals wiedersehen? Nicht an diesem Ort, aber vielleicht eines Tages an einem besseren Ort. In einem besseren Traum. Meister Andreas? Oh, Kaspar. Ihr seid es wirklich. Es ist schön, euch wiederzusehen, Meister. Wie könnt ihr das sagen? Ihr seid wegen mir gestorben. Ich wollte euch nur helfen, Meister Andreas. Ihr konntet nicht klar denken. Ihr solltet euch nicht länger selbst die Schuld geben. Ich habe meine Familie im Stich gelassen. Ich habe euch im Stich gelassen. Ich konnte Peter nicht aufhalten, konnte Tassing nicht retten. Ich konnte nicht einmal mehr als ein paar Arme voller Bücher retten. Ihr habt getan, was ihr konntet, Meister. Jeder weiß das. Und mehr kann keiner von uns tun. In Ordnung, Kaspar. Danke. Danke für alles, was ihr mir beigebracht habt. Ach, Kaspar. Moment, was ist passiert? Da war doch der Ausweg. Bevor ich mit Kaspar sprach, wusste ich, dass dies der Ausweg war. Ihr Verstand kämpft gegen sich selbst, Andreas. Er erinnert sich an den Schmerz des Lebens. Er versucht, dich davor zu schützen. Beatrice? Ja. Ich dachte, ihr wärt fort. Ihr habt mich zurückgebracht. Oh. Und was mache ich jetzt? Ihr macht weiter. Oh Gott, wer begegnet uns denn jetzt alles noch? Die Steuerung ist ein bisschen clunky. Yes, alright. August, unser Sohn, der gestorben ist. Du auch? Ich habe dein Gesicht so viele Nächte, so viele Jahre nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte es vergessen. Er sagt ja nichts. Aber ich wusste, dass du noch da warst. Hast leise auf mich gewartet.
Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Kann sie nicht vertuschen. Sie ist immer da, unter der Oberfläche, so sehr ich auch versuche, sie zu begraben. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich. Schon in Ordnung. Was? Es ist in Ordnung, Papa. Er hat sonst nicht geredet. Wirklich? Du musst dich nicht mehr hier verstecken. Aber was ist mit dir und Kaspar? Und deiner Mutter? Wir sind nicht wirklich hier. Und es gibt Menschen, die dich brauchen. Was ist, wenn ich ihnen nicht helfen kann? Das weiß ich nicht, Papa. Ich bin zu klein. Ich denke, das musst du selbst herausfinden. Natürlich. Du hast recht. Danke. Ich liebe dich, Papa. Ich dich auch. Gute Nacht, August. Gute Nacht. Sie haben sich wieder verschoben, die Wände. Es versucht immer noch, euch zu schützen. Nein. Nicht? Nein, ich meine, nein, ich muss das nicht tun. Das ist mein Verstand, mein Labyrinth. Und ich gehe jetzt. Gut. Aber der nächste Teil könnte verwirrend sein. Da ist sie. Das Bild. Was? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nichts davon. Habe ich das gemacht? Ich habe es euch geliehen. Von wo? Von was? Es hat mehrere Ebenen, sogar unsere Erinnerung. Mit der Zeit wurden die Fundamente begraben. Wir können uns nicht mehr daran erinnern, wie wir hergekommen sind, geschweige denn daran, was vorher war. Und was war vorher? Unsere Dame, die über das Labyrinth wachte, wie ich über euch wache. Und auch das hat Wurzeln, die tief in die Vergangenheit reichen. Es gab nicht immer eine Dame, die über das Labyrinth wachte, aber es gab ein Labyrinth. Ja, genau. Sie aus der Kirche. Was? Ich verstehe nicht. Schwester Amalie? Ist das echt? Bin ich noch in meinem Kopf? Ihr seid hier mit mir. Und wir sind hier im Geiste. Sind wir noch in den Ruinen? Wir befinden uns im Tabernakel, im Herz des Labyrinths. Der Geist wandert herum und der Herr brachte euch hierher. Aber ich verstehe nicht. Wie habt ihr eure Zelle verlassen? Das habe ich nicht. Wir sind nur im Geiste hier, Andreas. Ist das real? Erlebe ich endlich, wovon ich bisher nur in Aussagen von Mystikern gelesen habe? Lesen kann keine spirituelle Erfahrung vermitteln. Aber ja, das hier ist real und ihr braucht keine Angst zu haben. Habt Vertrauen. Wenn ihr hier bei mir seid, dann ist das der Wille des Herrn. Andreas? Schwester Amalie? Was macht ihr hier, Schwester? Das ist der Zentrum des das Zentrum des Labyrinths, der Tabernakel. Hier entsendet der Herr meinen Geist, um seinen Willen zu erfüllen. Er hat auch eure Geister hierher geführt. Das muss einen Zweck haben. Schwester, wir suchen das Mithraeum. Ist es hier? Mithraeum? Nein. Das ist der Tabernakel. Kein Ort aus Holz und Stein, sondern ein Ort des Geistes. Der Herr ruft mich seit vielen Jahren an diesen Ort. Er hat mir immer seinen Willen kundgetan. Bald wird er ihn auch euch kundtun. Schwester, wie kommt euer Geist an diesen Ort? Durch die Tür zwischen Leben und Tod. Wenn mein Geist den Ruf hört, steigt er durch mein Grab hinab. Hier sagt mir der Herr, welche Botschaft ich überbringen muss und an wen. Wie? Es war fast unmöglich für uns, diesen Ort zu erreichen. Früher dachte ich, mein Leiden, mein Schmerz sei ein Fluch. Ich weiß jetzt, dass es ein Geschenk von Gott war. Ein Geschenk, das es mir erlaubt, meinem Körper ebenso seinem Willen zu beugen wie meine Seele. Es gibt keinen Ort in Tassing oder Kirsau, den er durch mich nicht erreichen kann. Wartet. Ich dachte, ich hätte die Feder für immer weggelegt, bis die Visionen zurückkehrten. Oh, die Alte. Nein! Als das Feuer meine Abtei raubte, konnte ich meine Schwester nicht retten, nicht eine. Alles, was ich greifen konnte, war ein einzelnes Buch und ein Stoffballen. Ich konnte nicht verstehen, warum Gott alleine mich verschont hatte. Aber er hat es mir gezeigt.
Gott hatte Höheres für mich vorgesehen, für meine Hand. Vater Thomas hat es mir erklärt. Jetzt ist alles klar. Er sagt mir, was ich tun muss, was der Herr von mir will. Ihr wart es. Die Nachrichten habt immer ihr geschrieben. Ich fand eine bei meinem Vater, als er angegriffen wurde. Schwester Amalie, ihr habt diese Leute dazu gebracht, einen Mord zu begehen. Was? Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Der Herr würde mich niemals für einen solchen Zweck benutzen. Aber genau das ist passiert, Schwester. Ihr habt diese Nachrichten geschrieben und Menschen wurden wegen ihnen ermordet. Nein, das würde ich nie tun. Das würde er nie tun. In seinen Botschaften war nie von Mord die Rede. Nein, nein, nein. Ich bin nicht hier. Das kann nicht wirklich passieren. Das kann nicht passieren. Schwester Amalie, psst, alles in Ordnung. Vater Thomas, wie kommt ihr hier herunter? Tassing ist ein alter Ort. Er hat im Laufe der Jahrhunderte viele alte Straßen und Tunnel begraben. Menschen gehen jeden Tag über den versteckten Wegen, ohne es zu wissen. In Wahrheit war es Schwester Amalie, die sie zuerst wiederentdeckt hat. Und diesen Ort. Vater Thomas, habt ihr... Unter anderen Umständen wäre ich überglücklich, euch zu sehen, Andreas. Ich bin wirklich froh, dass ihr am Leben seid, Gott sei Dank. Aber ich denke, der Anlass dieses Wiedersehens bietet wenig Grund zur Freude. Ihr? Ihr und Schwester Amalie habt hinter all den Morden gesteckt? Nein, sie hatte keinen Anteil daran. Aber die Nachrichten, sie hat sie geschrieben. Schon, aber sie verstand ihren Zweck nicht. Ich habe sie angeleitet. Ich habe ihr gesagt, was sie schreiben soll. Ihr habt ihre Liebe und ihr Vertrauen für eure eigenen Zwecke missbraucht. Er, der dem Weg der Liebe folgen möchte, darf weder Kosten noch Scham scheuen. Noch Schmerz. Er muss zu allem stehen, sogar ihren schrecklichsten Befehlen. Ich schäme mich, es zuzugeben, aber ja, das habe ich getan. Wozu? Welchem Zweck diente all das? Blickt euch um, was seht ihr? Gemälde von römischen Göttern, Mars und Diana. Seht genauer hin. Es sieht aus wie die Statue des heiligen Moritz von der Wiese. Und die Bilder der heiligen Satya aus dem Schrein. Ich verstehe nicht. Es sind der heilige Moritz und die heilige Satya und Mars und Diana. Die Heiligen sind die Götter? Als die Römer Tassing verließen, blieben ihre Gebäude, Tempel und Statuen zurück. Jahrhunderte später ließen sich hier Christen nieder. Sie fanden alte Fragmente der imperialen Herrschaft. Die Statue von Mars, die einst über die römischen Felder gewacht hatte, stand immer noch dort, kopf- und namenslos. Die Siedler glaubten, es sei der heilige Moritz, der schon in ihrer früheren Heimat eine Legende war. Sie fanden die Schreine für Satya und weil sie nicht verstanden, dass sie ein Aspekt von Diana war, hielten sie sie für eine weitere lokale Heilige. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Geschichten sich Charaktere aus älteren Geschichten ausleihen und verändern. Aber das sind keine Geschichten, Magdalena. Das sind Heilige. Unsere Heilige. Die Siedler sehen sie nicht mit heidnischen römischen Augen, sondern mit christlichen. Niemand wusste, dass sie römische Götter waren, weil es keine Aufzeichnung darüber gab, was die Römer hier getan und hinterlassen hatten. Bis auf die Historia Tassae. Aber die Historia Tassae war damals nicht bekannt. Vielleicht war sie noch nicht einmal geschrieben. Wer weiß, wie lange dieses Buch verschollen war, bevor es seine Wege zu Vater Matthias fand. Und ihr habt ihn dafür getötet. Ja, mit Gift. Niemand hatte einen Verdacht. Moment, was? Ihr habt jemanden getötet? Möge Gott mir vergeben. Ja, das habe ich. Als Vater Matthias erfuhr, dass es keine Beweise dafür gab, dass der heilige Moritz jemals nach Tassing gekommen war, dass sein Schrein auf der Wiese eine Statue von Mars war, die die Römer vor Jahrhunderten errichtet hatten, und dass die heilige Satya die römische Göttin Diana war, also beschloss er, sich damit zu befassen. Und ihr habt beschlossen, euch mit ihm zu befassen. Andreas, unsere Leute glauben an den heiligen Moritz. Sie glauben an die Wunder, die Gott durch seine Hand gewirkt hat. Und sie glauben an die Legende der heiligen Satya, dass sie Moritz geholfen hat und immer noch über Tassing wacht. Ah, ja.
Und das war es wert, den abzutöten? Das glaubte ich damals, ja. Wenn der heilige Moritz nie in Tassing war, was ist dann in dem Reliquar? Was besuchten die Pilger? Was bedeutet es für die Menschen, die zu ihm und zur heiligen Satya gebetet und geglaubt hatten, ihre Gebete wären erhört worden? Was bedeutet es für die Kirche, die den Menschen Hoffnung gegeben hat, wie ein falscher Stern am dunklen Himmel? Wenn die Menschen Grund haben, an den Heiligen zu zweifeln, können sie dann auch an der Kirche zweifeln? Zweifeln sie dann auch an dem Evangelien, am heiligen Wort Gottes? Habt ihr so wenig Vertrauen in gewöhnliche Menschen, Vater Thomas? Ich vertraue auf Gott. Und ich habe selbst gesehen, was passieren kann, wenn Menschen den Kontakt zu unserem Gott verlieren. Wenn die Menschen glauben, dass jede gerechte Autorität falsch ist, dass ihre eigene Erziehung und Vernunft der göttlichen Wahrheit überlegen ist. Ihr habt uns immer gesagt, dass wir Christus aus freien Stücken annehmen müssen. Ja, natürlich. Aber die Legenden unserer Heiligen zu bewahren, stört nicht den individuellen Willen. Ihr bewahrt eine Lüge. Ich habe eine Lüge bewahrt, um die größere Wahrheit zu erleuchten. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er für sie seinen einzigen Sohn gegeben hat. Wenn ihr das glaubt, wenn ihr das wirklich glaubt, dann gehört euch das ewige Leben. Und Heilige sind unter uns gewandelt und ihre Reliquien wirken Wunder und sie erhören unsere Gebete und antworten darauf. Und die beiden, die diese Stadt beschützen, waren niemals hier. Das müssen sie nicht wissen, Andreas. Es gibt Zeiten in diesen Bergen, da scheint Gott sehr weit weg von uns zu sein. Aber ein Bauer aus Tassing kann auf einem Feld stehen, über unser Tal blicken und sagen, der heilige Moritz war hier. Gott war mit uns, er ist mit uns und er wird immer mit uns sein. Und das ist die Wahrheit, auch wenn die Legende vom heiligen Moritz eine Lüge ist. So viele Menschen sind gestorben wegen dem, was ihr getan habt. Ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber ich wollte Leben retten, den Tod verhindern. Aber ein Mord hat das Problem nicht gelöst, richtig? Denn eines Tages ritt Baron Ruffvogel mit einem weiteren Exemplar der Historia Tassae in die Stadt. Einem Exemplar, das er dem Abt versprach, damit Kirsau seine Vergangenheit verarbeiten konnte. Und wenn Vater Gernot das gelesen hätte, hätte er dieselbe Gefahr dargestellt, die ihr in Vater Matthias gesehen habt. Wir haben ihm leider unser Exemplar gegeben. Das hat er bestimmt vernichtet. Verdammt. Im Nachhinein mögen meine Befürchtungen bezüglich Vater Gernots Leitung der Abtei unbegründet gewesen sein. Dieses Gefühl hat euch nicht davon abgehalten, es wieder zu tun. Stimmt, hat es nicht. Aber warum dann Otto? Er hatte sicher nichts mit der Historia Tassae zu tun. Er konnte sie nicht einmal lesen. Am Ende veranlasste seine Ermordung Peter und die anderen dazu, die Abtei zu zerstören. Ich hätte damit nie gerechnet. Ich habe Peters Zorn und die Frustration der Bauern unterschätzt. Hätte es aber auch er hat unseren Vater angegriffen. Ihr habt ihn also getötet, um einen Aufstand zu verhindern und stattdessen einen verursacht? Jemand anders hätte ihn getötet, genau wie jemand anders Baron Ruffvogel getötet hat. Ach, hat ihn getötet. Aha. Und es ging nicht darum, einen Aufstand zu verhindern, sondern um ihn davon abzuhalten, den Menschen zu zeigen, was er gefunden hatte. Was er gefunden hatte, als er dabei half, das Fundament für das Rathaus auszuheben. Ach ja. Die Wand des Aquädukts? Nein, jeder kennt die alten Aquädukte. Das würde keinen Alarm auslösen. Er fand einen steinernen Kopf. Der fehlende Kopf der Statue auf der Wiese, der Statue am Schrein des heiligen Moritz. Ah, der hinter uns da. Wie kam er dorthin? Die wahrscheinlichsten Schuldigen sind Regen, Überschwemmung und die Zeit. Der schwarze Till hat mir erzählt, dass Bauern jedes Jahr alte Werkzeuge und Töpferwaren auf den Feldern finden. Ja, und dieser Kopf blieb jahrhundertelang verborgen. Er lag in der Erde, bis Otto ihn fand. Und er hätte allen mit seiner Entdeckung gezeigt, dass Gott die Stadt begünstigt hatte. Ah, das war, was er unbedingt allen zeigen wollte, ne, damals Otto. Was Otto nicht wissen konnte, war, dass die Statue unseres Schreins nicht den heiligen Moritz darstellt. Weil Otto die auf dem Helm eingravierten Worte nicht lesen konnte. Mars Pater. Aber der Mann, dem er diese Information anvertraute, der Priester der Stadt, konnte es. Ja. Und ihr habt ihm gesagt, er solle euch in der Johannisnacht im Rathaus treffen.
Ich konnte nicht zulassen, dass ihr den Glauben unserer Stadt zerstört. Und ihr habt die arme Schwester Amelie aufschreiben lassen, was ihr ihr als Vision eingeredet habt. Vision, an die sie sich nicht erinnern konnte. Und ließ die Nachrichten mitten in der Nacht an Guy, Hannah und Martin überbringen. Damit einer von ihnen Otto ermordet, so wie jemand Lorenz ermordet hat. Was ist mit meinem Vater? Es tut mir leid, Magdalena. Ich habe mein ganzes Leben neben euch gelebt. Wie konntet ihr? Es war nicht leicht für mich. Ich dachte immer, ich tue nur, was getan werden muss. War es wegen des Wandbilds? Ja. Klaus verfolgte das Projekt mit der Entschlossenheit eines schuldigen Mannes, der Buße tut. Er grub und grub weiter nach Antworten über Tassings Vergangenheit, Kirsaus Vergangenheit. Ich hatte Angst, dass er früher oder später darauf stoßen würde. Auf Moritz, Satya, diesen Ort, alles. Also habt ihr versucht, ihn zu töten? Nein, ich habe versucht, ihm Angst zu machen. Zuerst mit der Nachricht, aber er hat sie ignoriert. Ich dachte, wenn ich die Werkstatt durchwühle, schreckt ihn das ab. Ich hatte nicht so bald mit ihm gerechnet. Es war ein Unfall. Es war kein Zufall. Er hätte den fast getötet. Ich weiß. Also, was werdet ihr jetzt tun? Mich töten? Magdalene töten? Nein, natürlich nicht. Ich habe weder die Mittel noch den Willen dazu. Aber selbst wenn ich euch nicht davon abhalten kann, den Leuten zu erzählen, was ich getan habe, kann ich sie davon abhalten, diesen Ort zu finden. Oh shit. Was macht ihr da? Ich begrabe die Vergangenheit. Selbst wenn die Kirche über uns zerstört wird, ich sorge dafür, dass niemand diesen Ort jemals sieht. Können wir ihn nicht ein bisschen besser aufhalten? Vater, ihr werdet uns alle töten. Ihr werdet Amelie töten. Und geht und nehmt sie mit. Ihr könnt den Stadtbewohnern sagen, was ihr wollt. Aber wenn ihr hier bleibt, werden wir gemeinsam sterben. Ihr könnt die Menschen nicht davon abhalten, die Wahrheit zu erfahren. Vielleicht, aber ich muss es versuchen. Vater, geht! Kann er nicht den Kopf mitnehmen? Oha. Geht es euch gut? Wie geht es Schwester Amelie? Sie ist immer noch bewusstlos, aber ich denke, ihr fehlt nichts. Das müssen sie in der goldenen Hand gehört haben. Dass die ganze Kirche einstürzt, das hoffe ich. Was werden wir ihnen sagen? Was meint ihr? Über das hier? Über alles? Warum erzählen wir nicht einfach die Wahrheit? Aus dem gleichen Grund, aus dem Vater Thomas es geheim gehalten hat. Bitte erklärt eure Überlegungen. Ich bin nur nicht sicher, ob es sinnvoll ist. Was nützt es allem vom heiligen Moritz und der heiligen Satya zu erzählen? Vielleicht hatte Vater Thomas zumindest damit recht. Vielleicht würde es ihren Glauben zerstören. Ich denke, er hat Unrecht. Ich denke, die Menschen hier haben genug Glauben, um die Wahrheit zu hören. Ihr kennt sie besser als ich. Zumal ich so lange weg gewesen bin. Ich dachte, das alles zu verstehen würde sich besser anfühlen. Wir haben herausgefunden, wer das alles getan hat, wenn mein Vater angegriffen hat. Aber es ist ja nicht so, dass wir irgendjemanden zurückbringen können. Wir können nichts von dem Schmerz rückgängig machen, den er verursacht hat. Vater Thomas wird niemandem mehr schaden können. Vielleicht hätte er das auch nie getan. Ich denke, ihr habt recht. Wir sollten es ihnen sagen. Über die Heiligen, die Römer, über alles. Ich hasse es, dass es sich so schrecklich anfühlt, das Richtige zu tun. Es tut mir leid. Mir auch. Aber ich denke immer noch, dass wir genau das tun müssen. Dann erzählen wir es ihnen. Gut. Wir sollten Schwester Amelie an einen warmen Ort bringen. Wir können sie zu mir nach Hause bringen. Ihr habt wahrscheinlich einiges zu erklären. Sehr viel sogar. Es hat lange gedauert. Ich bin froh, dass ihr nicht in diesem Feuer gestorben seid.
Ich auch. Glaube ich. Wir sollten zurückgehen. Geht vor.